Hallo und herzlich willkommen hier zur weiteren Folge hier bei Kettle und Kopf. Ja, ich dünge noch fix weiter mit Stickstoff. Ich begrüße mal heute. Heute ist der 9. glaube ich. 8. Der 8. Februar. Ich begrüße mal einen neuen Abonnenten, der heute dazu gekommen ist. Ich begrüße ihn mal. Ja, namentlich, wenn das möchte, wird er sicherlich so sagen, dass er möchte. Ja. Ich mache mal hier weiter. Aber noch ein Rest düngen und dann geht es nachher mit Zeitvorspulen weiter. Weil wir haben ja jetzt Ende November, also Mitte November kann man sagen. Und Winter können wir nichts machen. Aber wir haben ja noch ein bisschen Zeit. So. Gehen wir P rein. Ja, ist aktiviert. Okay. Hatte ja letzte Woche aufgehört mit dem Spiel. Hier mittendrin. Jetzt muss ich echt überlegen, ob ich hier überall schon gedüngt habe. Kann sein. Und düngen geht relativ schnell. Oh, vorne ist ein Reh. Ja. Und. Ja, düngen ist ganz wichtig, sonst wächst nichts. Ne? Die Nährstoffe, die wir runtergenommen haben, die müssen wieder in den Boden rein. Ne? Und. Unser Behälter sollte eigentlich versuchen, mal leer zu bekommen, weil, wie man schon sagt, so viel lagern kann ich nicht. Ich kann nur ein paar Sorten lagern und aktuell weiß ich nur, dass ich 15 damit gelagert habe, was im Allgemeinen ja optimal ist, aber Kalium habe ich auch noch gelagert, also ja, Stickstoffdünger an sich, mehr geht nicht, also zwei Sorten, das war's. Beim Saatgut denke ich, wird es genauso sein. Das ist aber ein Problem nachher irgendwann mit besonderen Sämaschinen dann doppelt haben. Ne? Wollte ja eigentlich praktisch gesehen, dass wir da uns Gerätschaften ersparen. Ne? Fahren wir gleich rüber? Haben wir gleich rüber gefahren? Weiß ich gar nicht genau jetzt. Ich glaube schon. Machen wir so. Und so sind wir ein bisschen schneller. Das habe ich da drüben bei der Aussaat auch gemacht. Rüber, Gerät hoch, gleich wieder rein in die nächsten Ecke und dann durchgezogen. Ne? Ruckzuck war das dann fertig. Und mit Düngen ist genau das gleiche. Wir müssen ja im Prinzip beide Felder sowieso machen. Und dann im Frühling noch mal sehen, dass wir da wahrscheinlich mal den Rest geben werden, ne, am Stickstoff. Zumindest in neuen Feldern. Die alten haben ja ganz gute Werte noch. Muss ich mir mal aufpassen. Denn ich will mit zurück zum alten Punkt. Und was soll er hier? Ja, Lenke funktioniert sogar noch. Erstaunlich eigentlich. Letztes Mal war das ja irgendwie verstellt. Und zwar von Steam auch schon. Irgendwie. Aber scheint wohl jetzt funktionieren. Ja, der Rand ist ja nicht so schön. Ja, da muss ich mal einstellen auf schmalere Breite. Auf 12 Meter oder so. Dass wir da nicht so viel verschenken. Ne? Ich hoffe mal, dass wir jetzt in Annefeld jetzt mal auch so gemacht haben. Dass wir da jetzt nicht zu wenig gemacht haben. Na gut, hier nicht ganz so dramatisch, weil hier ist die Werte allgemein ganz gut. Ist eh teilweise versaut vom Jahr davor und trotzdem haben wir eine ganz gute Erde eingefahren. Jo, Montag, ne? Wieder Montag. Aufnahme beginnt. Aufnahme-Session für Kettle und Kopf. Ob ich heute die 7 Folgen schaffe, mal schauen. Kann ein bisschen mehr Gas geben, ne?
Ja, das weiß ich nicht. Mal schauen, ne? wie die Kraft anhält, ne? Das Montag ist immer eine Katastrophe. Oder links hat lohnt sich fast gar nicht. Das ist aber schon sehr schnell. Jetzt kommen gleich Beschwerden. So. Gehen wir mal ganz kurz. Bremse. So. Den Modus. Gehen wir mal auch runter auf. Auf 12 Meter. Hier werden wir schauen. E. Jetzt kann man mit der Maus linken Taste halten und ranziehen und dann kann man das entsprechend die Arbeitsbreite verringern. So, und das ist minimal geht 12 Meter. So. Wir werden nicht ganz genau. Und hier gehen wir runter auf 12. 24. Junge 12. Könnt ihr auch einstellen. Gut. Macht Lenko mal aus, dass wir ranfahren können. Ich muss ja die linke Seite kriegen. Das heißt, so gesehen wäre es sogar richtig. Leider ist es so, dass wir da doch sind noch ein bisschen verschenken. Und mal sehen, dass wir das ein bisschen verschieben können. Denn verschenken will ich ja nichts. Das heißt, hier müssen wir hier den ganzen Spaß nach links überschieben. Dann düngen wir zwar unser Feld teilweise ein bisschen mehr, aber der wird es verkraften können. Das werden wir verkraften. Vorne ist es sogar andersrum, ne? Mal schauen. Das wird da oben. Zur Not mache ich halt hier die Steuerung aus. So. Und dann will ich nicht so weit drüber gehen. So. Sonst gehen wir zu weit auf die. Und damit würde ich auch nicht düngen. Schade, dass wir kein Tempomat machen können nach Geschwindigkeit. Dass wir nur ganz schnell fahren können oder bequem. Schon bald schon so langsam, zu schnell. So. Ganz ein bisschen ab. Und düngen aus. Den Rest mache ich jetzt. Muss ich kurz Lenkung ausschalten. Sonst fährt er mir. Jetzt halten wir uns genau am Feldrand auf und dann orientieren wir uns da noch ein bisschen. Bin mir nicht ganz sicher, ob das jetzt ganz rechts schon gedüngt wurde. Gehen wir von aus, dass es so ist. Müssten wir eigentlich Spuren erkennen, so wie jetzt rechts zu sehen sind, ne? Schau mal. Da schaut mal jetzt rüber. Da haben wir eine Spur. Auf jeden Fall. Und da auch. Dann haben wir hier schon gedüngt. Ich muss nur auf dem neuen Feld gucken, dass ich da. Ja, Spuren sind da. Unser neuen Acker können wir ein bisschen mehr düngen. Wir haben noch 12.000 drinne. Und da sind schon Spuren zu sehen. Da habe ich das schon gedüngt. Okay, geht zurück zum Hof. Ich wollte C drücken. Ja, fertig. In diesem Jahr sind wir durch. Jetzt überlege ich mir gerade, also bis zum Jahreswechsel schlafen. So ungefähr. Ja, heute den 17. 17 Tage noch im
November ist 30 Tage, also 13 Tage noch. Und die 31 im Dezember, das wären, ne? Ja. Also 31 und 10 sind 41. 13 und 1, ja. 45, wenn man nicht austäuscht. Es kommt ja eh nicht so genau vom Tag drauf an. Hier müssen wir halt sehen, wenn man mal gucken will, dass kein sauberer ist, ne? Wenn 3 Meter Schnee liegt, dann können wir nicht hinkommen zum Feld. Glaube ich nicht. Aber ich glaube nicht, dass nur Schnee fällt. So, Auto kommt keine. Den MB-Tag stellen wir Unterstand rein. Und den Dünger geben wir halt im Frühling gleich rein. Als erste Gabe. Wie gesagt, mit Gärreste und Güllefass, also Güllefass für Gärreste und oder für Klärschlamm, das geht aus finanziellen Gründen nicht, kann es mir schlichtweg noch nicht leisten. Das gute Stück kostet zusammen mit dem Schlauchsystem 150.000, Kredit würde ich bekommen 120.000, nochmal dazu sagen bei Kredit. Da es gleich auf Ratenzahlung die abgeht. Das heißt, wenn wir keine Einnahmen haben durch Verkauf oder so, dann haben wir keine Möglichkeiten. Kann man lieber waschen. Machen wir nicht sauber. Muss ja auch sein. Genau, da haben wir sie auf. Ja, Hühner halten können wir keine. Bei Rentieren, bei Rentieren sag ich schon, bei Rinder. Da brauche ich Futter. Das heißt, da müsste ich mal Ackergras oder dergleichen nehmen. Aber da brauchen wir wiederum Gerätschaften, ne? Und das Geld haben wir ja gar nicht. Selbst wenn wir jetzt viel hätten. Genau, Katze sagt auch ja, ist nicht. Aber wir haben nichts. So. Der steht. Mach ich mal aus. So, dann gehen wir ins Haus und werden mal die 45 Tage schlafen. Wir haben ja nichts weiter zu versorgen. Achso, wegen den Rinder. Rinder müssten eigentlich jeden Tag Futter bekommen. Oder zumindest jeden zweiten. Je nachdem, wie das Futtermenge ausreicht. Aber reell leben wir das so, dass sie früh und abends ab zu kriegen. Und natürlich auch ausmisten. So. Wir könnten 100 Tage schlafen, na ne? Gut, wir machen einmal 45. Und 45, da schauen wir mal auf dem Feld an. So. Haha, erste. Ups. Erste. Doch verrechnet auf einen Tag. Ja, wie gesagt, kommt ja nicht darauf an. Oder der heutige Tag wird immer gezählt. Jo. Bin immer so goldig. Die Katze. Redet mit mir immer, aber ich ploppt und merke Geräusche. So, wir schlafen mal ganz kurz. Regen. Regen ist immer gut. Wenn sie trocken ist, wächst ja auch nichts, ne? So. Diese heute Silvester. Weihnachten haben wir verpennt. Wie heißt das schön? Licht 1, Licht 2, Licht 3, Licht 4. Und wenn das fünfte brennt, hast du Weihnachten verpennt. So, was haben wir? Temperaturen. Minus 0,3. Ja, das ist frisch. So. Katze ist immer noch da, kein Schnee. Ich habe nur von Hören und Sagen lassen, dass Schnee noch nicht drin ist. Aber man muss aber sagen, das muss nicht zutreffend sein, ne? Ob man so hören und sagen kann, ne? So. Wir fahren mal zu unseren Feldern. Uhrzeit? Ja, leider.
ist die Zeit abgelaufen. Ist ja auch so, jetzt im Winter ist es so wenig zu tun. Und da mache ich mal auf 15 Minuten ziemlich genau. Wir fahren aber noch hingucken und werden weitere Tage schlafen. Zuschauer, das soll es auch schon für heute gewesen sein. Sag mal tschüss, ciao, ciao. Tja, morgen geht's hier weiter. Ja, gucken und dann schlafen, ne? Tschüss und bis zum nächsten Mal. Und ein dickes Dankeschön fürs Reinschauen. Tschüss.